Scheiß drauf. Scheiß was drauf, ich mach das. Ist mir scheißegal, ja. Ich haue jetzt einfach. Ich meine, normalerweise hätte ich gesagt, nie. Hallihallo, hier ist der Guso. Jetzt haben wir die anderen Folgen hinter uns gelassen, die ich ja vor dem Update noch aufgenommen habe, die ich aber euch trotzdem logischerweise zeigen wollte. Mittlerweile, ja, das Update ist halt raus, klar. Heute haben wir den 2.7. momentan. Und damit muss ich natürlich auch meine Strategie irgendwo ändern. Das heißt also, ich gehe wieder runter mit den Pokalen, habe mich da auch schon wieder ein bisschen fallen gelassen. Und weil, klar, wie ihr es gesagt habt schon, im Video halt mit dem Blitzen. Blitzen der Lager ist jetzt nicht mehr drin und somit brauche ich auch nicht mehr einen, der jetzt wer weiß wie viel Loot hat, was ich eventuell blitzen könnte, weil es einfach nicht mehr geht. Aber dazu kommen wir... Scheiß drauf. Scheiß was drauf, ich mach das. Ist mir scheißegal, ja. Ich haue jetzt einfach... Ich meine, normalerweise hätte ich gesagt, nie. Wie gesagt, App-Bounty sei Dank. Wie gesagt, wenn ihr das auch machen wollt, gerne, damit unterstützt ihr mich auch noch. Link ist eh in der Beschreibung drin. Wie gesagt, ich habe mir die Gems eh geholt und von daher sollen sie auch genutzt werden. Fertig. Ich mache das jetzt, weil ich bin so geil darauf, die endlich zu testen. Diese, ja, diese Variante, sage ich jetzt mal. Das heißt, alle leer machen, Heiler bauen. So, Heiler bauen. Und ich will das machen. Wie gesagt, ich will da auch absolut nicht irgendwie sagen, die Idee ist mir selber eingefallen, weil das hatte irgendjemand anders gemacht. Und gesagt, oh ja, hier, ich habe eine coole Idee gehabt und so weiter. Nein, das hatte, ich werde diesen Link auch dann nochmal reinhauen, wenn ich das nicht vergesse. Weil ich finde das irgendwo auch scheiße. Wie gesagt, wenn einem einem irgendwas einfällt, sage ich mal, dass man eine super Idee hat und super toll, Geistesblitz und irgendein anderer hatte früher schon mal Idee. Nice Loot, Jungs. Nice you Loot. Und irgendwann ein anderer hatte schon mal vorher die Idee. Gut, dann ist das halt so. Aber wenn man jetzt wirklich sieht, okay, ich habe mir die und die Idee abgeguckt und will einfach mal sehen, wie das läuft, warum soll ich denn sagen, das ist meine Idee? Das ist Blödsinn. Also ich finde sowas Quark. So, ich gucke aber mal. Ich glaube, hier werde ich nicht so einen auf dicke Hose machen, sondern einfach nur da reingehen, wo ich wirklich lootmäßig ein bisschen was erhaschen kann. Zack, genau, da gehen wir jetzt mal rein. Und den Rest dann einfach hier schön draußen clearen mit meinen Bogies und dann natürlich in drinne Kobis reinschicken und dann schauen wir mal, was hier geht. Helden habe ich ja noch logischerweise. Ah, was mache ich? Ich glaube, da ist so viel zu holen, da schicke ich mal beide Helden rein. Aber ich muss darauf achten, weil ich will definitiv, also ganz definitiv, ich habe die Queen zu früh gesetzt. Ich will die auf keinen Fall, dass die mir irgendwie zu Schaden kommt, weil ich die wieder brauche. I need her. King ist nicht schlimm, King kann ruhig, aber die Queen, wie gesagt, die soll nichts abbekommen. Aber ich... Ah nee, einen Heal brauche ich jetzt auch noch, also den möchte ich auch ungern... Das reicht mir aber auch, das ist egal. Zack, reicht mir. Ist egal, ob ich verloren habe. Das stört mich nicht. Ich will eh mit den Pokis runter. Also da muss ich mich auch nicht weiter erklären. Für ist auch egal. So, wichtig ist, ich will Heiler bauen. Booste ich die jetzt? Aber... Ich muss gerade überlegen. Ich habe es um 11. Ich würde eigentlich... Egal. 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 So. Queen booste ich auch. Spells booste ich auch, weil ich die... Nee, die Spells brauche ich eventuell nicht. Die sind nur meine Absicherung, dass ich da dann eventuell Glück habe. Vielleicht ein paar Mauerbrecher noch. Ich meine, wenn ich sie habe, brauche ich sie auch nicht wegballern. Ihr seht das aber gleich später, weil das will keiner sehen. Das ist ganz klar. Aber ich will das halt probieren. Mit der Queen halt, wo ich halt einen Gegner habe... Das ging in dem Video, ja, sorry, kommt jetzt ein bisschen durcheinander alles. Es ging in dem Video darum, wenn ihr die Queen habt, die schon relativ weit oben ist, könnt ihr effektiv, wie jetzt bei mir zum Beispiel, auch wenn das Alex-Lager drinne ist, vorher ein bisschen mit Minions oder sowas clearen,
dass die Queen halt nicht draußen rumrennt, logischerweise, und dann die Queen losschicken und die rennt bis zum DLX-Lager. So ist der Plan. So. Das ist jetzt die Frage, ob man das eventuell mit Barbaren auch hinkriegt, aber ich nehme dazu wirklich Minions. Weil es in dem Video auch so beschrieben wurde, die erste Sache, und weil ich da einfach auch nichts riskieren will, weil mit den Minions sollte das eventuell doch ein bisschen besser klappen. Ah, soll ich noch warten? Ich kann nicht mehr warten. Ich kann wirklich nicht, dass ich auf die Schnauze kriege. Ich meine, es sind nur 8 Heiler. Aber ich hätte noch ein Heal-Spell dabei. Also ich denke, das müsste passen. Das müsste passen. So, mein Bruder hat mir nämlich gerade eine Nachricht geschickt und hat gezeigt, dass es einer bei ihm auf diese Weise probiert hat und der jämmerlich verkackt hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hier würde ich mir natürlich auch ungern durch die Lappen gehen lassen. Ich gucke mal, ob die Luftabwehr eventuell da nicht drauf geht. Der Bogiturm, ja, das ist Pillepalle hier. 1, 2, 3, zack. Hau ich halt die Minions hierfür rauf, aber ja, so viel dazu. Aber eigentlich könnte man ja jetzt die Queen auch droppen und einen Heiler dahin tun, dass die das hier cleart. Nein, du komm, geh mit dir. Da, heil schön, heil schön. So eine kleine Vorarbeit mal. So. Musst du jetzt echt noch ein Heiler? Boah, krass, die kriegt ja ganz schön Schaden. Also mit 2 Heilern ist so eine tricky Kiste, das wird also nichts. Aber jetzt dann sind die nächsten gleich durch, dann sollte das passen. So, gucken wir mal. Oh, das dauert so ewig. Oh, das dauert so ewig. Kacke. Aber dann habe ich wenigstens noch 2 Heiler mehr als vorher. Und dann habe ich die Heal Spells, habe ich noch, das passt. Ich bin so aufgeregt, weil ich will wissen, ob das funktioniert. Und dass man das dann halt wirklich noch besser machen kann. Klar, ich meine, irgendwann werden die dann auch sagen, wenn das wirklich jeder macht, werden die auch sagen, ja, das ist ja auch Kacke, da muss gegengesteuert werden. Zumal, ich muss jetzt mir echt mal überlegen, ich meine, ich habe da mein Lager. Und ich muss echt sagen, ich würde mich selber mit der Taktik nicht angreifen. Muss ich echt sagen, weil ich denke, ich würde da mit der Queen richtig auf die Schnauze kriegen. Aber wir sehen es gleich. Also ich hoffe, dass wir es sehen. So, der erste, der zweite, der dritte, der vierte. So, jetzt haben wir... Ja, ich denke mal, das sollte passen. 10 Heiler, das sollte laufen. Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Echt? Wollt ihr mich denn verarschen? Warum kriege ich jetzt hier so ein Loot? Das dritte Mal hintereinander, das ist doch nicht normal. Ja, so viel dazu. Dann hau ich hier mal einen Riese... Und dann mal 2 Luckys, dass sie es relativ schnell, hoffe ich mal, hier clearen können. Was mit den Riesen? Sind die Riesen schon... Ah, okay, die Queen war da am Start. So. Und da ist nochmal was. Ja, ich probiere das jetzt mit der Queen hier. Aber... Na, mit den Luckys hier... So, egal. Drauf geschissen. So. Wir machen das jetzt und wir gucken, dass die Queen das gerissen kriegt hier. Ich gehe noch mit dem Riese hier in die Seite ran. Mal gucken, was hier passiert. So, jetzt Nahaufnahme. Also die Queen kriegt auf jeden Fall schon was ab. Ja, ich will da auf Nummer sicher gehen. So. Ich bin so gespannt, Alter. Ich bin so gespannt. So. Also das geht noch easy. Die Base ist jetzt auch nicht der Knüller. Luftabwehr haben wir da und da. Also das ist auch noch nicht schlimm, dass die jetzt hier, wer weiß wie, auf meine Heiler gehen würden. Passt also auch. So, das Dunkle musste sich... Genau, logisch. Mein Bruder sagt auch, höchstwahrscheinlich wird die Zeit dir einen Strich durch die Rechnung machen. Klar, logisch. Wenn man vorher nicht komplett geklärt hat, auf jeden Fall, logisch. So, jetzt geht die Queen rein. Das finde ich ja in meinem Fall auch gar nicht verkehrt. Ah, ich meine ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, wann hat man denn so eine Gegner?
So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's definitiv interessant. Ich denke... Ah, doch, ich rage die. Ich rage die. Und ich muss darauf achten, dass ich vorm Beenden die auf jeden Fall wieder so weit oben habe, dass ich die nicht heilen muss. Dann muss ich da halt ein Heal-Spell droppen. So, das waren jetzt, glaube ich, 3 Heiler, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt sogar noch schön easy das Rathaus weggeballert. Und Queen ist wieder komplett geheilt. So. Okay. Weil jetzt kann man natürlich nicht andere Truppen... Ich meine, ich hätte noch ein bisschen was. Ich hau das mal raus, was ich hier habe. Ich weiß nicht, was ich habe, aber gucken wir mal. Aber ich muss auch sagen, also... So 20.000 Mauern kann die in der Zeit nicht rocken. Also dafür ist die wirklich noch zu soft. Und ich meine, 17 ist ja jetzt nicht so schlecht. Und in einem Video wurde gesagt, so, naja, so ab 15. Guckt mal, es sind... Hallo? 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 Ja, okay. So geht man richtig fail. Also das war... Also klar, verbesserungswürdig, logisch. Aber, ich meine, ich habe ja was bekommen, aber das war nur draußen. Das war jetzt nicht ansatzweise irgendwas drinne. Und ich habe ja auch richtig gut investiert wieder. Also, Ich will jetzt nicht so eskalieren eigentlich, aber ihr wisst das selber, wenn man einmal mit dem Gem angefangen hat, kann man da nicht aufhören. wie gesagt, ich will da ja auch ein bisschen was reißen mit, ganz klar. Wie viele Heiler habe ich jetzt? Dann müsste ich jetzt 8 haben, oder? 9. 9 habe ich. Ich jamme mir die jetzt nochmal. Egal. Who cares? Egal. So. Weiter. Nochmal. Ich fordere nochmal Truppen an. Komme ich mit denen hin? Komme ich mit 9 Heilern hin? Achso, ich brauche ja auch noch was für unterwegs zum... Die sind schön günstig hier. Zack. Zack. Das passt. So, und hier, jetzt überlege ich, ob ich halt eben noch... Nee, ich denke mal, mit 9 Heilern müsste ich hinkommen. 100, ja, passt. Ich denke, das passt. 1000er Dunkles? Ist jetzt auch nicht viel. Aber ich probiere das mal hier in dem Bereich. Ich probiere das mal. Besonders gut ist, dass hier jetzt die Luftabwehr nicht drin ist. Die habe ich erst hier. Die könnte man natürlich auch vorher erst ausschalten, ne? Ich probiere das aber mal. Ich probiere das mal hier. Schön die Minions, dass die hier wirklich draußen erstmal alles wegklären. Sehr geil, Magierturm. Die Bogitürme kommen da auch nicht so schnell hinterher. Und jetzt... Wäre halt die Frage... Oh, sogar noch eine Luftbombe abgewetzt hier. So, jetzt gucken wir mal. 1, 2. Egal, ich nehme jetzt 4 Stück. Ich meine, ich muss dazu sagen, das ist jetzt hier noch nicht mal wer weiß wie zentral, aber sie geht rein. Okay, also das hat gepasst soweit. Aber dann sollte sich das halt... Klar, dann sollte das klappen. Aber man muss da echt vorsichtig, ihr habt es jetzt beim letzten Mal gesehen, also das kann richtig böse ins Auge gehen. Am besten ist natürlich wirklich, wenn man sich den Rage fürs Ende behält, dass die wirklich erstens natürlich unsichtbar ist, klar, und dann auch zeitgleich noch ein bisschen Heal bekommt, dass man die eben immer wieder fürs nächste Mal aufgeladen hat. Jetzt habe ich hier 4 Heiler verballert und ein paar Minions, also das geht von Kosten her. So, der Rest ist eigentlich egal. Aber ich könnte jetzt probieren, ob mir, ob ich da sogar noch die 50% mit hinkriege. Ja, sogar noch ein bisschen Alex, genau, ist ja auch nicht verkehrt. Wie gesagt, Bonus bringt es hier jetzt eh nicht mehr. Mal gucken mit der Air Defense. Da bin ich jetzt gespannt, ob die Luftabwehr da... Oh, aber die sitzt ewig an den Mauern, ganz ehrlich. Das ist echt lange. So, aber jetzt ist, denke ich mal, die Air Defense dran. Geil. Also sprich wirklich, die kann wirklich die Air Defense wegballern und die Heiler kriegen da nichts ab. Das ist natürlich echt geil.
Aber ihr seht selber, Zeit. Wenn man wirklich nur Queen, ein paar Minions hat, ist das mit der Zeit ein bisschen tricky. Wie gesagt, das hier war nicht schwer. Das Dunkle. Ja, Air Sweeper. Oh. Guck ich mal, da bin ich echt. Ja, mit vier, also mit vier Heilern geht's. Mit vier Heilern geht's. Und dann muss ich halt wirklich gucken, wie viel Loot ich halt in der und der Zeit gemacht habe. Weil man kann ja jetzt auch nicht sagen, naja, schön, im Normalfall, wenn man jetzt die Gems nicht gehabt hätte, hätte ich das ja auch nicht einfach so machen können, dass ich jetzt gesagt hätte, gut, okay, ich heile mir jetzt die Queen nochmal. Das ist ja nicht der Normalfall. Oh, wow, Tesla war ja ganz langsam. So, hier wird der, werden die jetzt angegriffen, aber ganz ehrlich, da macht der Magierturm nicht wirklich viel Schaden. Aber ich rage mal, aber das werde ich. Doch, ich schaff's. Das habe ich geschafft. Sogar noch ein Tu. Nee, fast noch ein Tu-Star. Also ich habe das ganze Dunkle bekommen. Okay, yay. Aber es wird, also die Taktik, du musst wirklich dabei sein. Du musst, du kannst nicht einfach sagen, naja, hier komm, mach ich mal, wird schon passen. Sondern du musst schon halbwegs wissen, was du machst. So, jetzt habe ich 20. Das heißt, ich habe jetzt auch dafür gleich 200 Dunkles ausgegeben. Was man jetzt auch nicht vergessen darf. Die ganze Armee kommt da an. So, das heißt also, 200 müsste ich auf jeden Fall davon wieder abrechnen. Beim nächsten Angriff. So, wie viel habe ich? No, wieder 9. Okay, 9 Heiler. Passt. Nächster Angriff. Gucken wir. Ja, nix. Wäre auch gut zum Zeigen, aber wie gesagt, 600 ist da natürlich dann 2800. Jetzt wird es richtig interessant. Und er hat ein Inferno. Alter, der wird mich richtig bumsen. Aber ich probier's. Der wird mich richtig auseinandernehmen, denke ich. Der wird richtig eskalieren. Aber jetzt habe ich einen Vorteil. Ich habe noch zwei. Nicht zwei, sondern. Nicht, rennt da bitte nicht rein. Ja, gut. Und jetzt noch in dem Bereich vielleicht ein bisschen was. Ah, das ist mir ein bisschen. Hier, ich glaube, hier gehe ich hin, dass die erstmal ein paar Gebäude noch clearen. So, jetzt kommt die Queen rein. Und ich kann es nur hoffen, dass das passt. Zwei Heiler erstmal. Weil nicht alle auf einmal, weil man weiß nicht, wo sie hinrennt. Und dann rennen die alle hinterher. So kann man das ein bisschen besser planen. Alter Verwalter! Alter Verwalter, was ist hier kaputt? Was ist bitte hier kaputt? Es sind 9 Heiler. Also die, ganz ehrlich, die hält nicht viel aus. Die hält nicht viel aus. Man braucht sich da jetzt keine Wunschvorstellungen oder keine Illusionen machen. Das ist eine ganz knappe Kiste. Alter, 9 Heiler, Leute. Was geht? Aber. Also auf jeden Fall muss man einiges investieren. Ich würde sagen wirklich, ohne 9 Heiler braucht ihr nicht angreifen. Jetzt kommt Tesla dazu. Ja, Fläche ist nicht weiter wild. Das tut mir nicht weh. Das ist Pillepalle. So, jetzt geht's auf das Lager. Das geht alles zeitlich noch. Wenn sie jetzt nicht rumrennt, sondern wenn sie danach dann wirklich eine Mauer killt, dann geht das. Oh, vor dem Inferno habe ich schon Angst. Vor dem Inferno habe ich schon richtig Angst. Geil, okay. Sie geht darauf. Ich rage noch nicht. Ich rage noch nicht, weil ich denke, dass ich am Ende, wenn ich auf dem richtigen Ziel bin, dann rage. Oder wenn es nochmal richtig knapp wird. Gut, die Kanone geht nicht rein. Also ihr seht's, mega spannend, auf jeden Fall. So, jetzt muss langsam hier was gehen, weil sonst, ja. Und jetzt rage ich. B warum gehst du bitte dahin? Warum? Ja, jetzt. Ja. Der Drops ist. Alter, geht die komplett down. Also ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, klar. Aber sie ist down gegangen. Also diese, es ist auf keinen Fall so eine Ultimo-Takt, also Ultimo-Taktik, sag ich mal, beziehungsweise es muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Ich probiere mein Glück. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß damit. Ich werde das auf jeden Fall weiter probieren für euch, logischerweise. Und ihr haut rein. Ciao, ciao.